herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence und wir sind in der Folge 18, 18. Tag und wir kämpfen uns weiter vor. Wir haben Juli inzwischen, sehe ich mal so gerade. Und ja, es geht ja wieder um eine Gemeinschaftsproduktion. Das heißt also, was man hier bei mir sehen kann, kann man auch bei Andrina sehen und das Ganze umgekehrt und die Links finden wir immer unter den Videos, dass man also auch auf die andere Perspektive gucken kann. Ist vielleicht mal ganz interessant, mal einmal von Andrina aus zu sehen mit ihren Let's Plays und einmal von meiner Sicht aus. Und ja, es wird hell, wir wollen weitermachen. Ich habe schon ein bisschen wieder weitergebaut und wir sind nach wie vor zu viert. Und hallo Andrina. Hallo Julia. Hallo Caro. Hallo Julia. Hallo Susi. Hi ihr Lieben. Und hallo, dann wollen Julia. Wir mal wieder fleißig sein. Ne, ich jetzt. Begrüße euch ja auch. Jetzt schauen wir mal zu, wie das Vibe auf Jagd geht. Zwei Schüsse! Du Arschloch! So, wo ist er? Hallo? Ja, SFK 18 bitte. Jetzt haben wir da mal dem Vibe zugeschaut, wie sie jagen geht. Das ist der Revolver, der 44. Und zugehört. Da aber ist hier, genau, sie kämpft auch und sie ist tot. Ja. Hä? Ja, sie kämpft, genau. Ja. Und sie ist tot. Ich habe da ein paar Mal drauf, ich habe ein bisschen spät angefangen zu schießen, weil ich meine, der Wolf, der schwimmt hier im Kreis um mich rum. Ich weiß, aber nicht mehr lange. Ja, es ist ja eigenartig, ne? Es ist richtig. Ist das vielleicht durch das Update passiert? Keine Ahnung. Das habe ich wirklich vorher noch nicht gehabt, obwohl ich, wie gesagt, tatsächlich ein bisschen. Ja, das war der letzte, den er noch brauchte. Ja, genau. Aber das macht nichts. So. Deine Sachen sind hier, die schwimmen oben. Oh Gott, ich bin hier im Schnee gestartet. Nee. Ja. Wenn jetzt ein Puma kommt, sterbe ich gleich nochmal. So, mein erster Tod in diesem Spiel. Fängt ja gleich interessant an. Ich gebe einfach mal Gas. Also mussten die ja durch das Update diese Balance verändert haben. Ja, irgendwas scheint anders zu sein. Ich will das aber noch nicht beschwören, weil ich das jetzt erst einmal so hatte. Das, wenn man ganz nah dabei ist, könnte auch daran liegen. Ja, wir hatten das ja aber schon in dem anderen Spielstand auch schon. Aber du hast es gesehen, du schießt wie ein Blöder und das Vieh, das stirbt nicht. Ja, ja. Was normalerweise nicht sein darf. Aber gut, du hast es auch. Dann war das vielleicht gestern auch gar nicht meine Schuld. Hinter mir. Was hast du hinter dir? Ein Wolf und mir geht die Ausdauer aus. Ich bin ja auch infiziert, sehe ich mal gerade. Oh, warte mal, ich warte. Dann renne ich nochmal zurück und loote mal dein Zeug. Ja, ich glaube, das brauchst du vielleicht gar nicht. Ich bin auf dem Weg, also noch. Okay. Ich kann aber jetzt noch nicht so richtig gut sagen, wo ich denn hier bin. Oh doch, ich bin sehr weit weg. Da sehe ich die Bäume von dem neuen Bereich. Habe ich gerade links kurz gesehen, doch meine Ausdauer ist im Eimer. Jetzt muss ich mal... Es wäre ganz gut, wenn du jetzt mal nicht ganz so weit weg gehst, damit ich sage, nein, loote mein Zeug. Ja. Ne, aber ich glaube, bis jetzt würde ich das mal noch nicht so beschwören. Also war das vielleicht gestern wirklich nicht meine Schuld, als ich gestorben bin? Nö, nein. Das kannst du haben, nein. Ja. Nein. Weil ich habe ja auch 7 Schüsse in den reingejagt und bin ja dann auch tot gegangen, ne? Caro, ich bin auch hier oben, also wunder dich nicht. Nein, ich bleib hier gut. In der Nähe von Julias Klamotten. Es sieht total fremd aus, alles hier. Es kulot ja auch schon wieder ein... was ist das denn da für ein Weiher? Das sieht so komisch aus. Ich lauf Richtung Norden. Ist das neue Gebiet in dem Fall? Nee, das glaube ich nicht, da schnuppert der auch schon. Nein. Ach, ich glaube, das sieht nur so komisch aus. Das sind die Osagen da hinten. Oh, aber viele Wölfe. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier irgendwie... Oh, ätzend. Also ich bin jetzt bei dir am Haus an deiner Nähe und wenn du sagst, ich soll looten, dann mache ich das, ja? Also wenn das jetzt hier gut geht, dass ich gut an den Viechern hier vorbeikomme, hier sind nämlich einige, dann bin ich gleich ganz schnell da. Sollte das schief gehen, dann bitte ich dich dann schon, mein Zeug zu looten. Ja... Susi, wie sieht das aus bei dir mit Pfeilen? Ich benötige welche, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir genug Nägel haben. Ich hätte jetzt mich erstmal mal schnell um Holz gekümmert. Ja, wir haben Holz, das ist nicht das Problem.
So, ich sehe jetzt von der Ferne schon eure Butze. Okay, dann bist du ja auch dementsprechend... relativ nah, ja. Ich bin nur so geschwächt, weil ich bin ja krank und habe auch wenig Ausdauer. Ja, und im Spiel bist du ja auch noch verletzt. Ja, ja, 59 habe ich von 90. Da war ich bin drin. So, jetzt bin ich... Oh, da ist ein Wolf. Uah, den habe ich am Arsch. Aber kann ja nichts passieren, Susi ist in der Nähe. Ich sehe meinen Rucksack schon da schwimmen. Der schwimmt. Okay. Ach so, den Wolf, den habe ich gerade getötet. Ja, ja, ich habe das noch mitgekriegt. Ich bin doch wie so ein Geist über meiner Leiche geschwommen. Alles nehmen. Alles sogar wieder richtig einsortiert. Ja, krass. Nee, bei mir fehlte der, sonst auch ja, aber bei mir fehlte der... Der Bogen auf der 2, der war da nicht. Ansonsten danke für das Wache-Schieben hier. Gerne. So ein Scheiß. Echt jetzt. Ja, aber kann auch du fängst wieder bei 90 an. Kann ne? passieren. Ja, natürlich. Ja, das ist das Ärgerliche daran. Da hast du dich hochgefressen. Hochgefressen. Das kann alles passieren. Ja. Pass mal mit. Sagt man so. Ich muss erstmal aufräumen. Also ich habe ja hier so meine Ordnung. Und wenn die durcheinander gerät, dann blicke ich nicht durch. Das darf nicht sein. So. Ach Mensch. Weggesterbt. Ich mach erstmal was zu essen für uns. So, sie hinter dir liegen 10 Pfeile. Oh, super. Die anderen 10 nehme ich mir. Ja. Oh, danke. Ich wollte gerade nämlich ein Hühnchen schießen und oh, kein Feuer. Ah, kannst du mal kurz warten? Ich würde dir gerne 2 Steaks hinschmeißen. Ja, geht sofort los. Ich wollte nur Feuer da reinmachen. Also. Im Übrigen, oben in der BKE ist noch ein Lockpick drin, wenn deiner weg sein sollte. Ah, wunderbar. Ich würde dann jetzt ganz ehrlich auch hier langsam mit dem Interieur anfangen. Ja, das ist okay. Oh, ich meine, Veggie ist im allerwertesten. Meine tatsächlich jetzt gerade geht's. Würde gerne noch einen Ofen machen wegen der Asche, sonst geht uns da oben nachher dann irgendwann die Asche weg. Nicht wahr? Ja. Das waren gar nicht die neuen Bäume, die ich da gesehen habe. Gar nicht wahr. Das waren die mit der dicken Rinde. Die sahen nur mit dem Laub so aus. Überlegt die ganze Zeit, so weit war ich ja gar nicht weg. Na, aber ich war so südöstlich war ich von den Osagen da, aber schon in den Bergen, wo der Schnee war. Da bin ich gestartet. Aber das könnt ihr ja dann sehen in Folge 18. Ja, wo bist du denn? Bist du weggegangen? Nee, jetzt bin ich zu Hause. Hier. Kannst du es ja wenigstens mal mit dem Teller servieren. Ja, gerne, aber den habe ich leider nicht. Hat der Wolf gefressen. Den Teller. Böser Wolf. Ich habe da liegen lassen, aber den Teller hat er gefressen. Ja. Der war bei Knicke, hey. Der war bei Knicke. Böser Wolf. Ja, ich würde dann tatsächlich, wenn der nächste Strom fertig ist, apropos Strom, mal gucken. 260. Habe ich das Ding an hier? Ja. Da würde ich dann ganz gerne mal und so, ne? Caro, hast du was zu essen? Kann man jetzt die Folgenkissen jetzt bewegen oder nicht? Oh, danke schön. Die Folgenkissen kann man bewegen, ne? Ich hab dich nicht verstanden, Reda. Die vollen Kisten kann man bewegen, ne? Ja, ja. Hat Heiko auch gemacht. Die kannst du tatsächlich bewegen. Hab ich auch gerade gemacht. Ja, das ist ja cool. Alles, du kannst sogar den brennenden Ofen bewegen, brennende Feuer, alles. Manchmal sagt er heiß, genauso wie er sagt, wenn ich schwimme, dass ich nass bin. Das ist aber schlau. Passiert noch nichts. Man hat ja recht, ne? Man hat ja recht.
So, jetzt sind die Pflanzkästen fast voll mit Wasser. Ich pack trotzdem noch Wasser drauf. Das heißt also, es kannst wird du noch ein unglaublicher haben? Regenschauer kommen. Okay, pass auf, ich gebe dir noch eins. Ja. Und eins kriegt Caro, okay? Ja. Ein Steak. Caro, wann bist du zu Hause? Ich pack dir das Steak. In die Kiste da oder in so? In die Kiste rein. Wo ist er denn? Jetzt knurrt er nicht mehr. Okay. Ach, da ist er. Ah, bist du gerade an der Kiste? Da in der Kiste ganz unten wären die beiden, die du brauchst. Ach, kann Rot ich mir die und nehmen? Spitz. Ja, genau, die habe ich extra da unten in die Ecke getan. Oh, die nehme ich gerne. Gut, ist doch ein perfekter Tausch. Einer ist da unten, Taschen. Aber das ist egal. Ach, die beiden, ja. Dankeschön, das ist klasse. Schrot. Und du. Noch ein Baumwollsamen. Wie schön ist das denn? Hm. Ihr kommt um in Baumwolle, was? Nee, das ist erst mein zweiter oder so. Wir können uns mit Watte beschmeißen. Also, bis hier bluten. Im Prinzip ist das so, ihr findet meine Baumwolle. Wieso ja, denn? Ja, vor allen Dingen deine. Guck mal ja. Genau, ob da nicht irgendwo mein Name drauf steht. Mhm. Der ist da eingeritzt, weißt du, so ganz zärtlich in die fluffigen Blüten. Was steht da denn? Schnörkelt. Ich gehöre da steht LLP. Julias Baumwolle steht da. Ah, ja, ich dachte JLP. Nein, im ganzen Satz bitte, ich gehöre zu Julia. Oh mein Gott, ey. Wer hat das da reingeschrieben? Wer diese Baumwolle findet, hat sie unverzüglich bei Julia abzuliefern. Zuwiderhandlungen werden schwer bestraft. Ja. Aber ich würde das nur machen gegen ein Baumwollsamen gegen 300 Nägel. Hohoho. Du hast ja Preise. Das ist ja fast so teuer wie Klopapier. Ja, nee, gut, so das schlimm auch nicht. Das ist Klopapier. Ja, stimmt. Das wäre jetzt der Burner. Ne? Kommst an die BKE, guckst, was kann ich denn so machen? Da, Rolle Klopapier, 12-mal Baumwolle. 12-mal Baumwolle? Das ist ja noch billig. Ja. Das ist ja nur das Zweilagige, ne? Und Goldsplitter. Das ist dann nur das Zweilagige. Ja, wir machen Scherze, aber eigentlich ist das wirklich nicht so. Ja. So zum Scherzen leider. Man muss ja ein bisschen den Humor bewahren, was soll genau. Das alles sein? Genau. Soll ich euch mal was sagen? Mhm. Oh, oh. Hier ist eine Lockpit-Kiste und hier ist ein Bär. Ey, ich krieg hier gleich einen Ruck. Verpiss dich, Alter. Weil die dauert recht lange, bis die offen ist. Hm. Warte mal, wenn ich mich auf... Ja, mach sie in der Knie auf. In die Knie gehe und dann... Nee. Ich glaube, Susis Hals wird gerade extrem lang. Kann das sein? Das war wohl ein kleines bisschen, ich sag mal, spannend. Ich bin ja noch nicht dran. Ich bin ja wieder abgehauen. Was? Ja, der ist zu, jetzt kommt der wieder hierher. Ach, jetzt muss ich erstmal einen Schuh machen. Einen kompletten Schuh. Da. Wo bist du, Bär? Verpiss dich von meiner Kiste. Du, das ist meine Kiste. Du hast keinen Schlüssel dafür. Okay, geh weiter. Das Susi zuzuhören ist so spannend, dass ich manchmal 10 Minuten auf den gleichen Baum haue. Rotes X, er völlig geht egal. Nicht weiter. Ich kann ihn genau sehen. Ich kann alles sehen. Das ist unglaublich. Ah, jetzt gehe ich in die Hocke. Jetzt ist er natürlich wieder. Nee, ich hab ihn ja noch nicht. Oh, hat er mich geriecht? Ja, er hat mich gerochen. Und tschüss. Oh, ist das eine Kacke. Stellt sich hin. Ach, du siehst ihn? Ich sehe von der Seite, aber... Er ist hier normal. Kannst du ihn nicht weglocken?
Er geht in die andere Richtung. Aber die Kiste ist hier, wo ich stehe, weißt du? Ja, er dreht sich zu dir um. Ja, ja, er dreht sich zu mir um. Und hier ist die Kiste. Genau, hau ihn einen Pfeil in den Arsch und dann renn um dein Leben. Oh. Er kommt zu mir. Ja. 91er Mitte gesund. Okay. Versuch's. Halt ihn im Auge, halt ihn mal im Auge, halt ihn im Auge. Ja. Au, oh, das tut weh. Er kommt zu mir. Und tschüss und geh weg und ich hab sie. Oh, alter Schwede, ey. Und was haben wir Schönes bekommen? Waffenteile? Gar nichts. Doch, du kriegst dein Waffenteil wieder, ja. 17 Eisenfragmente, geil. Wow. Und? Baumwollsamen? Nein, natürlich kein Baumwollsamen. Da bin ich jetzt sehr enttäuscht. Nee, nicht wirklich. Also die war nicht, das hätte sich jetzt echt nicht gelohnt, dafür den Arsch hinzuhalten. Na, 17 Fragmente? Ja, die sind bestimmt, die kannst du bestimmt gut gebrauchen, richtig? Einen dazu hast du den nächsten Lockpick. Den habe ich ja schon, den hat sie mir schon gemacht. Bonzen. Ich sag dazu nichts, ich genieße es. Nobel geht die Welt zugrunde. Ja, das macht nicht. Man muss ein bisschen arrogant in diesem Spiel sein, sonst stirbst du hier einen Heldentod. Okay. Ja, mein Tod war nicht besonders heldenhaft. So ein kleines Wölfeli. Wenn es wenigstens ein Puma gewesen wäre. Ah. Aber ich habe es genau gesehen, sage ich dir. Ich habe es, und da habe ich gesagt, genau dieselbe Situation, die ich hatte. Ja, müsste man wirklich mal gucken, ob man mal schaut, dass man die Pistole da jetzt nicht unbedingt so für verwendet. Wenn sich das jetzt herausstellt, dass das öfter so ist. Aber das werde ich ja jetzt lernen. Ich werde das also erstmal noch nach wie vor machen mit der Pistole. Vielleicht aber nicht mehr, wenn das so zeitknapp ist, weil ich hatte den spät gesehen, der kam schon auf mich zu, hab dann noch die Waffe gewechselt und ein bisschen spät angefangen zu schießen. Das kann das nämlich sein, ne? So, bist du zu Hause, Julia? Nee. Okay, ich würde gerne meine Schulden bezahlen. Ja. Ja, ich komme aber gleich. Ich hau jetzt noch ein paar Bäume hier. Okay. Und dann komme ich. Weil ich muss ja Holz hauen. Hab so viel gebaut da und dann ist alles weggegangen. Das kommt weg. Das kommt weg und das. So, Bäume. Ja oder nein, ja oder nein, ja oder nein. Was? Soll ich mutig sein oder soll ich nicht? Natürlich. Mutig sein ist immer gut. Weit weg von zu Hause. Wo ist das? Achso, ich brauche Plattform. Ja, versuch's. Ach, ich sehe dich. Ich sehe die Plattform, okay. Ich habe schon mal daneben geschossen. Ich habe hier oben noch einen. Den werde ich mal hier nehmen. Bist du noch bei mir, Susi? Nein. Oh. Ja, weil ich auf dem Rückweg war jetzt. Ich nehme da mal einen anderen Weg. So. Ein Pfeil, eine Kugel. Geil. Für was? Für einen Wolf. Was für eine Kugel? Na, von die 66, die 44er. Magnum. Ah ja, okay. Glückwunsch, Glückwunsch. Das ist wenigstens eine Waffe. So, wie weit bist du, Andrina? Kann ich dir helfen? Komm, ich bin auf dem Weg. Er ist tot. Ah, super. Schön. Was hast du denn tot gemacht? Was ist passiert? Bist du unter Spannung, ne? Ja. Etwas. Oh Gott. Aber geil. Finde ich klasse. Sehr schön. Zwei Fett, eine Leber, ein Stoff.
Super, ich sehe dich. Klasse. Wolf, ne? Ja. Sauber. Alter Schwede. Ja, einfach alleine lassen und dann ist gut. Alter, los. Oh Gott. Erstmal wieder atmen, ne? Oh, Hände waschen. Oh, ich habe einen Tomatensamen bekommen. Sehr schön. Wie viel hast du? Also, du bist nicht zu Hause, ne? Nein. Was ist? Ich bin zu Hause. Wie viel Strom haben wir schon drauf? Bin gleich da. Wo? Was steht denn hier? 472. Okay, das ist gut. Dann kriege ich gleich meinen heiß ersehnten Ofen. Oh Gott. Ich habe jetzt 2 Hasen und ein Wolf. Okay, warte mal. Ich habe 2 Steaks und ein Filet. Und ich habe, glaube ich, gerade vor lauter, ich gehe gucken, meinen Fisch anbrennen lassen. Nein. Oh. Ja, nur ein kleiner. Nee, der ist noch gar. Okay. Wir bringen was mit. Essen. Ja. Gut. Na ja. Ja. Perfekt. Ui. Oh Gott, ich werde mich, glaube ich, daran nie gewöhnen. Doch, irgendwann. Irgendwann werde ich mich daran gewöhnen. Aber momentan ist echt so krass. Wo bist du? Hinter schon dir. Vor? Nein, hinter dir. Ich laufe gerade über die Blutlache, die du hier verteilt hast. Okay. Dann ist ja gut. Irgendwann, Susi, wo bist du? Erfolg einfach der Blutspur. Ja, so kam ich mir gerade wirklich vor. Oh, ey, das ist hart. Hallo. Ja, nu. Will der Wahrheit ins Gesicht sehen. Ich kann auch einen Fisch fangen. Aha. Ja, immer nur die Großen, ne? Ich glaube, die Susi ist die Erste, die hier so einen großen Schwertfisch rausholt oder so. Wenn es die gibt, bestimmt. Die hat den weißen Hai an der Angel. Oder Moby Dick oder sowas. Ja, hier habe ich ihn doch schon geangelt. Ich weiß gar nicht. Susi doch auch, oder nicht? Ja, ja. Mehrmals. Ja, ja. Klar, mehrmals. Ich hab den beim Eindunkeln in der ersten Nacht gefangen. Guck mal da drüben, was denn? Buckelwale an der Angel. Cool, wenn hier Orcas schwimmen würden, das würde passen. Da ist ein Wolf. Schaffe ich den? Wie viele Pfeile habe ich noch? 4, das sind zu wenige. Mit 4 schaffe ich den nicht, oder? 4-mal Kopfschuss. Leute, es gibt Regen. Ach, du hast gegossen. Yep. Oh, ich hör's. Ich höre den Pfeil. Oh, na? Ja, ich höre ihn. Aber ich treffe ihn nicht und ich habe nur noch 2 Pfeile, es bringt nichts. Ich hab da 2 Pfeile versenkt. Jo, dann machen wir neue Pfeile. Ja, das schon. Ach, du bist hier wieder. Okay. So, au. Oh. Ach ja. Aber das tut doch dem Kaninchen weh. Ja, ich weiß. Aber was soll ich denn machen? Die Leber habe ich jetzt auch mit reingehauen, ne? Oder? Nee. Leber bräuchte ich auch. Wie sieht's aus mit Tunikum, also mit Dings? Gegengift. Oh, Gegengift, genau. Warte. Geht niemand weg? Es sind alle da. Warte. Caro, wo bist du? Auf der Plattform. Da hier. Du hast genug zu essen, Susi, ne?
Ja, ich bin voll. Hier ist für dich ein Steak. Ich habe auch noch zwei Hasen. Oh, danke schön. Ich bin jetzt auch voll, ne? Julia, wie sieht's bei dir aus mit voll? Naja, voll nicht, aber ich muss sowieso zu Julia. Ich muss sowieso zu Julia. Dann kann ich ihr auch was abgeben. Genau. Ja. Vielleicht habe ich ja mal Angel. Vielleicht soll ja, gibt ja so ein Gerücht, dass da ein neuer, größerer Fisch jetzt seit dem Update wäre. Aber ich glaube, das sind nur Legenden. Für dich ja. Ja. Ich kann dir jetzt schlecht die Tür aufmachen, weil ich gerade die Angel rausgeworfen habe. Aber dann komme ich übers Wasser. Ja. Kannst du schon übers Wasser gehen? Ja. Ich bin ja auch rein. Ich hab schon wieder faltet, hörte plätschern und jetzt habe ich schon wieder einen vergeicht. Jetzt kann ich auch laufen. Oh, das geht ja nicht. Jetzt habe ich Zeug in die Kiste getan. Jetzt steht da die ganze Zeit Metallschrott nutzbar zur Herstellung vielerlei Gegenstände. Und die ganze Zeit steht das mitten auf dem Bildschirm. Das ist doch doof. Dabei bin ich inzwischen schon lange am Angeln. Ja, irgendwie ist das komisch geworden. Es ist, glaube ich, festgefroren oder so. Keine Ahnung. Oh, herrlich. So, vielen Dank. Und vielen Dank. Danke ebenso. So. Ist sogar gebraten schon. Ja, natürlich. Ja, super. Ich krieg das immer gebraten, du nicht? Ich bin froh, wenn ich überhaupt was krieg. Hallo? Lecker. Aber gewöhn da nicht dran. Nee. So. Vibe, hast du noch irgendwo... Ach, sag mal, wo sind denn die ganzen Flaschen hin? Draußen. Nein. Ups. Oh! Diese Frau! Hat sie wieder alle mitgenommen? Na klar. Vorhin nimmt sie die Nägel mit, jetzt nimmt sie die Buddeln mit. Meine Pflanzen werden... Nee, ich hab kein Bildchen. Ja, meine Pflanzen haben kein Wasser. Weib. ich mach das mal so. Bitte schön. Unfassbar. Ich liege hier zu Hause, verteilt, vertrocknet. Oh, ich hab die Flaschen mitgenommen. Ist das so... So, ich packe hier auch das eine Tomatensämchen rein hier. Ja, das wollte ich gerade dich fragen, weil ich muss nämlich neu pflanzen. Was hast du noch an Samen? Leider nur eine Tomatengeschichte bekommen. Warte mal. Jetzt gleich nochmal alle Kisten durch. Ob das hier alle. Oh, nicht alles an der richtigen Stelle ist. Das ist richtig. Ups, hier fehlt was. Ups. Was fehlt denn da? Oh, steht wieder woanders, aber das macht nichts. Nee, hier muss ich ja gar nicht ran. Ich sag's ja. Hier muss ich ran. Wieso ist denn das hier Fett in der Dose? Gut aus, weil ich das da reingepackt habe. Kannst du das nicht wie jeder normale Mensch in den Ofen tun? Das verdirbt doch. Nein, das hält sich. Das hält sich. So, aber das die wollte ich jetzt nicht. Einen am anderen, aber bis jetzt nur kleine. Naja, aber ich glaube, mit Glück ist das jetzt mal ein größerer. Wollen wir mal gucken. Und von dem ganz Großen, das ist so was Ähnliches wie Bigfoot oder Yeti oder so. Gibt's in Wirklichkeit gar nicht. Nicht? Mal gucken. Hurra, ein großer. Zwei kleine, ein großer. Na, dann habe ich ja genug. Aber den neuen hast du noch nicht. Ach, was ist das denn? Nur ein Gerücht? So, ich habe dir da noch ein paar Veggies, ein paar Algen reingemacht.
Ja, ich muss schön. Mal gucken, ich gehe jetzt auch ein bisschen angeln. Ach, habe ich mir schon rausgenimmt. Okay. Ah, meine Plattform. So, jetzt kriege ich auch einen großen Fisch. 6, okay. Ja, es wird dunkel, liebe Julia. Ja. Soll ich abmoderieren? Ich bin gerade beim Kochen. Es tut mir leid. Ja, tut dir leid. Ja, nein, das war dann jetzt der, ich gucke mal auf meinen Zettel, ich muss immer gucken, ne? Der 18. Tag, wir sehen uns dann wieder am 19. Tag und wir haben inzwischen Juli und ich bin auch mal einmal gestorben, wie wir gesehen haben oder zumindest gehört, je nachdem von welcher Richtung man uns zuguckt. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Wenn ja, immer ruhig mal irgendwie Daumen rauf oder runter klicken, wie es denn gewünscht ist. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.